Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr bei eurem Vito 638 den Schaltknauf tauschen wollt, dann ist das ein bisschen Fummelei. Was ihr als erstes machen müsst, ist natürlich einmal, ich habe den jetzt schon hier so weit abgebaut, das ist jetzt auch der alte. Der sitzt ja quasi noch so drauf. Da macht ihr als erstes, löst ihr jetzt einfach hier an der Seite einmal diesen Rahmen und könnt den ganzen Rahmen dann so hochnehmen und den quasi den Schaltsatz so hochziehen. So ungefähr sah das gerade noch aus. Und da war noch mehr drauf. Moment. Und zwar. So ungefähr sieht das dann aus. So, und dann müsst ihr als allererstes diesen Ring hier, den könnt ihr so zur Seite drehen und dann arretiert. Der ist nämlich arretiert. Den dreht ihr einmal kurz zur Seite und dann könnt ihr den schon runter machen. So, und dann sitzt dieses alte komische Gedönse hier noch drumherum. Das habe ich jetzt schon ja, kaputt gebrochen, weil mir das so auf die Nerven gegangen ist. Und dann ist nochmal hier sind auch schon die Teile weggebrochen. Ich weiß nicht, ob man das auf der anderen Seite noch sieht irgendwo. Da, so ist normalerweise, sind diese ganzen Dinger hier noch dran. Hier dieses schwarze Teil. So ist er zusammengesteckt. Das hier ist der neue, den ich drauf machen möchte. Und ja, der hat einen relativ einfachen Verschluss. Der sieht so aus. Und deswegen habe ich mich entschieden, diesen Ring, der war ja sowieso unten, diesen hier habe ich dann nach und nach hinten weggebogen, nach außen. Ja, einer ist mir da auch schon abgebrochen in der Reihe hier beim Karussell. Und dann bin ich mit dem Schraubendreher dazwischen und habe dieses Teil gelöst, nach und nach, quasi so ausgehakt, rausgebrochen, so, dann waren auch quasi alle rausgebrochen, weil da sitzen nämlich so kleine Nasen dran, ich zeige euch das mal, und dann könnt ihr nämlich den Hebel ganz einfach abziehen. So, und hier seht ihr nämlich diese, Moment, diese Nase hier drauf, dieser Widerhaken. Deswegen sitzt er so bombenfest und ihr kriegt ihn nicht runter. So habe ich das also kaputt gerissen. Dann habe ich den Plastikrahmen, der hier drin war, den habe ich dann einmal ausgebaut und hier schon mit befestigt. Das ist ja dieser Plastikrahmen hier. So, den habe ich hier reingemacht und dann haben wir hier jetzt den neuen. So, und dann können wir nämlich diese Plastikdings hier runternehmen und den Ring, den braucht ihr ja auch nicht mehr. Und dann könnt ihr einfach den neuen Sack hier aufstecken. Drückt ihr mit beiden Händen noch ein bisschen fest und schließt dann einmal diese Schelle. Drückt ihr einfach mit der Zange zusammen, so dass das fest ist. Vorher natürlich ein bisschen ausrichten, dass das gerade ist, das ganze Ding. Und dann könnt ihr vom Prinzip her hier einfach diesen Schaltsack hier wieder so reinklipsen. Und dann habt ihr schon den Schaltknopf einmal getauscht. Sieht schon wesentlich besser aus. Ja, das haben wir dann dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.